Pflanzen, Bäume und Sträucher, sie alle benutzen den Supertrick der Natur, ohne den auf der Erde nichts ginge. Sie liefern mit diesem Trick den wichtigsten Stoff, den wir zum Atmen benötigen, den Sauerstoff. Der geniale Trick ist die Photosynthese. Wie von Wunderhand geführt, wandeln sich dabei Kohlendioxidmoleküle und Wasserstoffmoleküle um zu Sauerstoff und Glucose. Den Sauerstoff gibt die Pflanze nach außen ab, die Glucose wandelt die Pflanze in Stärke um. Die Energie des Lichtes ist die treibende Kraft für diese Reaktion. Die findet in jedem Blatt in einer trickreich aufgebauten winzigen chemischen Fabrik statt, den Chloroplasten. Zuständig für die Aufnahme von Sonnenlicht ist ein Farbstoff, Chlorophyll. Der ist grün, daher sind die Blätter auch grün. Also ohne Baum, Blatt und Gras kein Leben. Nur Pflanzen haben diese einzigartige Fähigkeit. Bisher gelang es nicht, diesen Trick der Natur technisch nachzubauen. Der wichtigste Rohstoff, den das Blatt dabei unbedingt benötigt, ist Kohlendioxid. Genau jenes arme Molekül, das in jüngster Zeit in Verruf geraten ist und für jedes angebliche Klimaübel der Welt verantwortlich gemacht wird. Aber man findet es kaum in der Erdatmosphäre. Es ist ein Spurengas, also nur in winzigen Spuren vorhanden. 0,04% schweben in der Luft. Und was soll jetzt das grüne Blatt sagen? Der Baum, sämtliche Pflanzen. Dabei benötigen sie dringend das Kohlenstoffmolekül als Baustoff für Stamm, Äste und Blätter. Ohne dieses Molekül könnten die Pflanzen nicht wachsen, nicht existieren. Dieses Molekül entsteht bei jeder Verbrennung. Auch wir atmen CO2 aus. Ohne diesen wesentlichen Baustein geht nichts. Das CO2 ist auch nicht für eine wie auch immer geartete Erwärmung der Erde verantwortlich. In der Erdgeschichte schwankt nicht nur der Gehalt an CO2, sondern auch die Temperaturen. Und, das ist wichtig, unabhängig voneinander. Es gibt keine Korrelation zwischen Temperatur und CO2-Gehalt der Atmosphäre. Die grüne Blattmasse wächst umso besser, je mehr Kohlendioxid in der Luft ist. Und umgekehrt, je weniger, desto schlechter. Wenn es Fake News gibt, dann ist das wohl der größte Fake, der jemals ersonnen wurde. Wie man ein kleines, unscheinbares Molekül zum größten Übel der Welt erklären kann, das die Menschheit produziert. Und mit einer solchen hirnrissigen Begründung ganze Industrien zerstört.